Hallo und herzlich willkommen im Keller wieder mal, weil ich bin ganz traurig und bitter enttäuscht und fühle mich total ungerecht behandelt, denn ich habe extra einen langen Kommentar geschrieben unter ein Video von Steuerung F. Vielleicht kennt man die, wenn nicht, ist auch egal. Jedenfalls, ich werde das entsprechende Video auch verlinken. Und als ich mit YouTube angefangen habe, vor ziemlich 6 Jahren ungefähr, also so mehr oder weniger angefangen zumindest, ich weiß nicht, ob das erste Video schon online war, aber ich habe zumindest vor 6 Jahren angefangen, mich vorzubereiten und zu überlegen, wie ich das am blödesten mache und so weiter und so fort. Zu der Zeit war gerade relativ in für sehr kleine Kanäle, größtenteils für kleine Kanäle, dass man Videoantworten macht. Und in der Bushcraft-Szene, ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt, glaub weniger, gab es dann ganz oft so irgendwelche, ja, Videoantworten, die man sich gegenseitig quasi verfasst hat, am Lagerfeuer sitzend, und hat dann irgendwie auf irgendeine Frage, was ist deine Lieblingstasse, fürs Lagerfeuer referiert und darauf geantwortet. Das war ganz witzig und war halt so ein bisschen so Community-Gedöns, also alles Hobbykanäle natürlich, ne? Jeweils so um die paar hundert Abonnenten, wenn es hochkommt, oder teilweise auch weniger als 100. Und ja, in der Phase war ich ja logischerweise auch mal, und ich habe da jetzt nicht wirklich mitgemacht, aber ich erinnere mich jedenfalls noch gut dran, dass man da eben immer diese Videoantworten sich gegenseitig zugeschickt hat. So, und daher die Idee mit der Videoantwort, Steuerung F, das ist ein Recherche-Kollektiv, für die sich selbst so schön nennen, glaube ich, oder zumindest wurden sie schon so genannt. Ein paar Journalisten, die zu teilweise mal sehr spannenden, teilweise mal jetzt mich weniger interessierenden Themen halt Zeugs zusammen recherchieren und das dann ansprechend darstellen, sage ich jetzt mal. Gucke ich gerne. Gucke ich normalerweise wirklich sehr gerne. Darf ich hoffentlich auch so zugeben. Habe ich ja auch bezahlt. Also nicht nur ich, der Rest von uns auch. Das ist mal wieder was von Funk. Und Funk ist bekanntlich von Rundfunkgebühren finanziert. Und dementsprechend haben wir alle bezahlt, ne? So, jedenfalls hatten die neulich eine Reportage zu dem Baumpflanz-Hype. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass es einen Baumpflanz-Hype gibt, weil zu einem Haufen Produkten, die man so kaufen kann, wird neuerdings angeboten, dass wenn du das kaufst, pflanzen wir dir noch einen Baum oder irgendwie sowas in dem Sinne. Oder für einen Kasten Bier gibt es einen Quadratmeter Regenwald. Gut, das ist jetzt nichts Neues, die Nummer mit dem Regenwald und Krombacher. Aber ein Quadratmeter ist auch lächerlich wenig. Ja, da musst du 10.000 Kisten verkaufen, um einen Hektar geschützt zu haben, was für die Verhältnisse der Größe vom tropischen Regenwald immer noch völlig lächerlich ist. Also so gesehen dürfte Krombacher, naja, besser als nichts ist es auch, wenn es funktioniert hat. Ich habe jetzt aber auch nicht zu Krombacher recherchiert, aber den Wald gerettet haben die definitiv nicht. Also so viel Bier saufen selbst wir Deutsche nicht. Naja, jedenfalls ging es da in dieser Reportage dann eben entsprechend drum, dass da Bäume gepflanzt werden, um eben entsprechend hip und cool und sonst was zu sein, und irgendwelche Leute, von denen ich noch nie was gehört habe, haben scheinbar auch ihre eigenen Baumpflanzkampagnen, und in der Hinsicht lebe ich schon ein bisschen im Wald, ja, also ich kenne diese ganzen hippen Modelmenschen Gesichtsschmierverkäuferinnen und so weiter und so fort, die kenne ich gar nicht. Kann ich nichts mit anfangen. Dementsprechend, wenn die jetzt irgendwelche seltsamen Baumpflanzaktionen durchführen, von mir aus, ist mir schlicht egal. So, aber, ich habe da, wie gesagt, jetzt einen Kommentar drunter verfasst, weil ist ja mein Fachgebiet und da wollte ich dann mal meinen Senf mitteilen. Und jetzt bin ich schwer enttäuscht, dass kein Schwein dieser Kommentar interessiert. Also so gar niemand, ja. Es hat nicht mal einer meiner Zuschauer den Weg dahin geschafft, um meinen Kommentar zu kommentieren. Jedenfalls nicht, als ich das letzte Mal noch geguckt habe.
Nein, ich bin nicht wirklich, aber trotzdem habe ich jetzt irgendwie, also vielleicht bin ich doch so ein ganz, ganz kleines bisschen eingeschnappt. So, ganz klein, weil sonst würde ich dieses Video möglicherweise ja nicht machen, aber es ist ein langer Kommentar, ja, und die haben eine ganze Redaktion. Ich hätte schon eine ganz kleine Antwort. Ich gebe mir auch Mühe, wenn ich lange kommentiere. Klappt nicht immer, aber ich bin auch keine Redaktion, sondern nur ich. Ja, und meine Frau kommentiert hin und wieder mal noch was, aber größtenteils ist das noch immer mein Job. Sie hat ja andere Aufgaben. Egal, jedenfalls. Ich bin ein bisschen traurig. Und deshalb gebe ich jetzt meinen Senf nochmal dazu ab. In ausführlicher und in Videoform. Und dann kriegt das auch jemand mit. So. Und dann habe ich meinem grenzenlosen Ego Genüge getan. So, also, erstens. Die pflanzen da Mangroven, beziehungsweise Ecosia pflanzt mit Hilfe des Aufforstungsunternehmens Eden, wenn ich mich nicht alle täusche, heißen die so, sehr passender Name. Unter anderem auf Madagaskar, war das da? Ich meine, das wäre Madagaskar gewesen, Mangroven. So, jetzt muss ich erstmal klugscheißen. Mangroven ist ja jetzt nicht irgendein Baum, sondern schon was Spezielles. Und daher machen wir jetzt einen kleinen Exkurs in die Mangrovenbiologie. Also, Mangroven sind Küstengehölze, die eine ganz besondere Eigenschaft haben, nämlich sie stehen im Watt. Beziehungsweise in dem, was eigentlich Watt wäre, wenn es halt nicht in den Tropen gelegen wäre. Da gibt es nämlich einen wesentlichen Unterschied zwischen unserem Wattenmeer und quasi tropischen Wattenmeeren. Gemeinsam haben die, dass es sich um Meeresboden handelt, der so flach zur Küste hin anläuft, dass eine große Fläche dieses Meeresbodens bei Ebbe entsprechend trocken fällt und bei Flut wieder entsprechend nass ist, ne? Und in diesem Wechselgebiet, wo es mal nass, mal trocken, mal nass, mal trocken, mal nass, mal trocken und so weiter und so fort, da wachsen üblicherweise die Mangroven. Mangroven sind mehrstämmige, kurze Bäume. Sie sind schon zu den Bäumen zu zählen, auch wenn die meisten davon eher strauchförmig wachsen. Aber das hängt halt eben mit den schwierigen Wachstumsbedingungen, die sie da nun mal haben, da wo sie stehen, zusammen und haben diverse wichtige, nützliche Eigenschaften. Aber als Ökosystem per se sind Mangroven erstmal deswegen wichtig, weil sie die Kinderstube verschiedener Wasserlebewesen, auch Fische vor allen Dingen, darstellen. Denn die Wurzeln bzw. der Teil des Stamms, der bei Flut unter Wasser liegt, sind so dicht und so verzweigt und so eng beieinander stehend, dass das ein hervorragender Rückzugsraum eben für sehr kleine Fische ist, weil große Fische, ein Hai, ein großer, fetter oder ein Blauwal, das ist kein Fisch, ich weiß, kommt da logischerweise gar nicht erst durch. Ne? Der würde das sowieso niemals, egal, na, lassen wir das. Und es ist also deshalb ein wichtiger Rückzugsraum. Wesentliche Ökosystemsfunktion von Mangrovenwäldern Nummer 1 ist das gewesen. Zweitens, Vögel fühlen sich da auch sehr, sehr wohl, weil sie prima in den Mangroven landen können und gegebenenfalls, je nach Vogelart, können sie sich dann auch eben halt doch die Fische, die zwischen den Wurzeln oder den unteren Teil des Stamms, der regelmäßig überflutet wird, rumschwimmen, da dann gelegentlich mal rausfischen. Also da gibt es auch wieder entsprechend spezialisierte Tiere. Und spezialisierte Tiere haben immer einen großen Vorteil, denn die sind selten und einmalig für das, worauf sie spezialisiert sind, weil woanders kommen sie entsprechend nicht vor und damit bereichern sie die Biodiversität doch immer sehr und man möchte das sehr gerne haben. So, jetzt kommt mal abgesehen von der reinen Ökologiefunktion der Ökologie der Mangrove selbst noch entsprechend dazu, dass in den Tropen ja hin und wieder mal ein bisschen heftigeres Wetter herrscht. Und heftigeres Wetter bedeutet auch mal gerne eben irgendwelche Orkane, Taifune und Hurricanes und ist das dasselbe? Naja, jedenfalls Wirbelstürme. Tropische. Und wenn die einen Tsunami erzeugen, ja,
oder gehst mal einen kleinen Tsunami und man hockt auf einer Insel, beispielsweise so ein Madagaskar oder sowas in der Richtung. Ich weiß gar nicht, inwiefern Madagaskar wirklich Tsunami gefährdet ist, aber trotzdem gibt es Mangroven auf so ziemlich allen Wattmeerflächen der Tropen und die sind halt eben alle durchaus mal gefährdet, dass da halt mal eine höhere Welle daherkommt, ja, insbesondere wenn es Hochseeinseln sind. Und diese höhere Welle hat dann halt eben das große Problem, beziehungsweise bringt das große Problem mit sich, dass die dann halt ungebremst auf Land stößt und da einen Haufen Zeug kaputt macht und da einen Haufen Schaden anrichtet. Und das ist für uns dann halt wiederum unschön, weil uns Menschen das eben am allermeisten, dass da entsprechend Schaden angerichtet wird. So, und jetzt möchte ich also noch mal ein bisschen was erzähle zu der Thematik, denn mit Mangroven bin ich jetzt zwar nicht der tolle Mangroven-Experte, den man da interviewt hat, viel zu kurz natürlich, viel zu kurz, 2 Stunden wären da vielleicht angemessen gewesen, aber gut, ich ticke in der Hinsicht vielleicht ein bisschen anders als andere Leute, aber da hat man schon mal einen Mangroven-Experten am Telefon und dann hat der wie viel, 30 Sekunden Sprechzeit oder irgendwie sowas, ja gut, aber da, na, nicht... Das ist ja normal, ja. Überall in der Welt laufen die Uhren ein bisschen anders als bei mir. Und jeder hat natürlich seine Fachgebiete und man muss das nicht immer so ausführlich besprechen. Das ist ja schon in Ordnung. Jedenfalls wissen wir jetzt nicht, was unser Mangroven-Experte in dem Video da noch so zu sagen gehabt hätte. Und jetzt müssen wir mit mir vorlieb nehmen, weil wie so oft, man hat halt nicht einen richtigen Experten zur Hand, also muss man den Universalwald-Dilettanten ranlassen und das bin dann jetzt wieder ich. So, und dementsprechend ein paar Takte zu Mangroven. Also, Mangroven sind streng genommen schon Bäume, auch wenn sie eher strauchförmig wachsen, kommen nur in den Tropen vor und da in dem, was unserem Wattenmeer entspricht, dem Ökosystemtyp. Nur, dass der Ökosystem Typ Wattenmeer, der gekennzeichnet ist durch eine sehr flache Küste, die bei Ebbe trocken fällt und bei Flut entsprechend wieder geflutet wird. Dieser Ökosystemtyp ist gekennzeichnet durch Mangroven. Ja? Eine kahle Landschaft in Anführungszeichen, die zwar unglaublich wertvoll und unglaublich faszinierend ist, also das norddeutsche, niederländische und dänische Wattenmeer, zum Beispiel, ja, das ist natürlich auch super toll, aber im Totengürtel hat man immer dann, wenn man die Bedingungen hat, dass sich da auch ein Watt bilden würde, hat man stattdessen Mangroven. Warum? Naja, weil die haben da genug Bodenkontakt, die kriegen da vom Wasser immer wieder frische Nährstoffe hingelegt. Die befinden sich da auch in der luxuriösen Situation, dass sie oft gerne mal in irgendwelchen Flussdeltas rumstehen. Und das ist ja auch bei uns im Wattenmeer so. Das Wattenmeer ist auch stark geprägt durch das Delta diverser Flüsse, die da reinfließen. Und die bringen aus dem Landesinneren dann viele Nährstoffe mit, weil so ein Fluss ja überall ein bisschen Material abreibt, wo immer er lang fließt. Und der fließt durch viele verschiedene Landschaften, durch viele verschiedene Gesteinsarten und bringt daher feinen Abrieb von vielen verschiedenen Gesteinen mit und damit ist von jeder Form Nährstoffe, die die geologische Phase unseres Planeten uns so bieten kann als Pflanze, immer was dabei, wenn man im Wattenmeer steht. Grundsätzlich wäre also auch bei uns im Wattenmeer damit zu rechnen, dass da irgendwelche höheren Pflanzen sich entwickeln durch den ständigen Nährstoffeintrag, wäre das nur eine logische Konsequenz. Stattdessen ist die einzige produzierende Komponente, also man spricht ja immer von den Produzenten und den Konsumenten in Ökosystemen. Produzenten sind in aller Regel die Pflanzen. In 99,99999% der Fälle. Eine ganz winzige Ausnahme gibt es auch da, wie immer, weil es ist Biologie, die Wissenschaft von der Ausnahme, sage ich ja schon so oft. Die Kieselalgen sind im Fall von dem Wattenmeer die Produzenten. Ja, die sind über 5 Ecken schon auch irgendwo pflanzlich. Und daher, aber nur so irgendwie, und daher gibt es tatsächlich mal ausnahmsweise keine produzierende pflanzliche Komponente, wirklich pflanzliche Komponente im Wattenmeer zum Beispiel. Ja, also da haben wir dann wirklich mal eine Ausnahme, aber überall sonst haben wir im Ökosystem immer einen Produzentenanteil und Produzenten sind ansonsten Pflanzen. So, und das ist jetzt
eben anders als bei uns im Wattenmeer, in tropischen Wattenmeeren, die auch ein sehr, sehr flaches Meeresgebiet sind, von Ebbe und Flut geprägt, mal trocken, mal nass, im Delta diverser Flüsse mit hohem Nährstoffeintrag liegend. Da gibt es ein Produzentensystem und das sind Mangroven. So, warum stehen zum Geier bei uns im Wattenmeer dann bitte keine Mangroven, wenn die doch in jedem Wattenmeer ansonsten so rumstehen? Naja, unsers liegt zu weit nördlich. Und das ist ein Problem, weil wir haben einen Winter. Und das ist jetzt gar nicht so sehr das Thema, dass die Nordsee zufrieren würde. Das tut sie, theoretisch kann sie das zwar, aber das ist schon sehr lange nicht mehr passiert. Und dementsprechend wäre jetzt die Temperatur des Winters gar nicht die Schwierigkeit, weil das Wasser ja nicht kälter als 0 Grad wird und dementsprechend würden die Mangroven auch nicht so weit tiefe Temperaturen ertragen müssen. Direkt an der Küste kriegt man auch so gut wie nie Frost und rein von der Temperatur her würde also selbst eine tropische Baumart wie die Mangrove unseren Winter im Wattenmeer durchaus überstehen können. Das wäre nicht die Schwierigkeit. Das Problem ist aber ein anderes. Und das hat gar nichts mit der Temperatur zu tun, sondern mit der Tageslänge. Und da die nun mal sich auch durch Klimawandel nicht wegreden lässt oder verändern lässt und es nun mal im Winter relativ lange dunkel ist in unseren Breiten, führt das zu einem Problem, weil Mangroven sind Bäume. Sie haben also sämtliche Eigenschaften, die ein Baum so haben muss, so die Basiseigenschaften eines Baumes. Und dazu gehört nicht unbedingt, dass man mit Salzwasser wachsen kann. Mangroven können das aber trotzdem. So, und warum können die das? Weil sie sich speziell daran angepasst haben, tatsächlich mit Salzwasser zurechtzukommen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Pflanzen lernen können, mit Salzwasser zu leben. Optimal ist das nie. Ja? Also es ist immer eine Notlösung und es ist so ein bisschen, na, wenn ich das mal so erklären darf, wenn ein kleiner Händler für Designer-Wasserhähne aus die aussehen wie die Schnäbel verschiedener Pokémon. Ja, habe keine Ahnung, welche Pokémon alle Schnäbel haben, aber egal. Jedenfalls ein Designer-Wasserhändler, Wasserhahnhändler für Pokémon-Schnäbel-Wasserhähne. Der hat ein derart nischiges Produkt, dass es im Grunde völlig wurscht ist, wo er da hingeht, um dieses Produkt zu verkaufen. Die paar Hanseles, die das dann noch kaufen werden, werden es auch dann kaufen, wenn er völlig abseits von jeder Konkurrenz irgendwo sein Geschäft aufmacht, wo sonst niemand hinkommt. Wer aber unbedingt eben so einen Wasserhahn haben will, der wird da trotzdem hingehen. Damit wäre es eine ökonomische Nische, eben diese Wasserhähne zu kaufen und du bist dann derart weit weg von der Konkurrenz durch den alles verkaufenden, omnipräsenten und Internethändler Amazon beispielsweise, dass du dem gar keine Konkurrenz machen brauchst oder es auch gar nicht versuchen brauchst. Im Bereich dessen, wo der Dinge, die Amazon auch verkauft, muss man schon irgendeinen krassen Sonderspezialvorteil haben, dass man als Internethändler, meinetwegen für was auch immer, Bücher, langfristig überleben kann, weil da die Marktmacht von Amazon schon ziemlich gewaltig ist, was ja dazu führt, dass wir nach und nach immer weniger Fachgeschäfte in den Innenstädten haben und so weiter und so fort. Ne? Das ist auch, kenne ich mich nicht mit aus, aber es ist relativ vergleichbar. Ja? Also wenn du dich in direkte Konkurrenz mit Amazon begibst, dann musst du entweder größer sein oder sehr, sehr spezialisiert oder du verkaufst etwas, das derartig gar nichts damit zu tun hat, was Amazon so verkauft und das Amazon auch gar nicht verkaufen möchte. Ich habe keine Ahnung, ob die Amazon oder wie auch immer die heißen, ist mir auch völlig egal. Jedenfalls, das ist die Mangrove. Ja, die ist dieser Fachhändler für die Pokémon-Schnabel-Wasserhähne, irgendwie sowas. Auf Salzwasser wachsen will sonst keine andere Pflanze. Das ist ein derartiges Spezialgebiet, dass da niemand ein Interesse dran hat, sich in so ein Wattenmeer reinzustellen. Kann auch gar niemand. Ist extrem tödlich für die allermeisten Pflanzen. Dauerhaft Salzwasser aufnehmen zu müssen, überlebt keine Pflanze eigentlich. Fast keine. Bis auf eben die paar Spezialisierten, die es doch tun. Dann muss ich jetzt mal ein bisschen rumklugscheißen. Und zwar zum Thema Mangrove. Die Steuerung F Menschen hatten ja durchaus einen Mangroven-Experten da. Der hat auch etwa 40 Sekunden Redezeit bekommen. Und das ist schade, weil ich hätte ihm 2 Stunden gegeben.
Aber ja gut, soll nicht sein. Daher müssen wir es damit leben, dass wir halt keinen Mangroven-Experten da haben, sondern nur mich. Ne? Und deswegen werde ich mal ein bisschen was zu Mangrove erzählen, was ich dazu spontan gerade noch so weiß. Ich habe gar nicht großartig recherchiert. Also einfach das, was mir noch im Hirn hängen geblieben ist, seit ich mich das letzte Mal mit Mangroven beschäftigt habe. Gut, Mangroven stehen im Wattenmeer. Jetzt wird der eine oder andere Norddeutsche aufmerken, dass er in seinem Wattenmeer noch nie eine Mangrove gesehen hat. Stimmt, sie stehen auch nicht im norddeutschen, niederländisch-dänischen Wattenmeer, sondern sie stehen in tropischen Wattenmeeren. Was ist ein Wattenmeer? Ein Wattenmeer entsteht eben logischerweise dadurch, also wie man vielleicht schon mitbekommen hatte, dadurch, dass es Meeresgrund ist, der periodisch trocken fällt. Es ist also eine sehr, sehr, sehr flach ansteigende Küstenlinie, also wirklich so ganz flach. Dadurch, dass das Meer mit dem Meter Tidengang, den es normalerweise so hat, ich weiß gar nicht, wie viel das genau ist, aber sagen wir einfach mal, es wären Meter, und der Höhenunterschied zwischen der Außengrenze und der Küste des Wattenmeers beträgt 1 Meter für 1 Kilometer, dann haben wir 1 Kilometer, also in Höhenmeter pro Kilometer, dann haben wir eben 1 Kilometer lang Watt. Ja, im Fall vom norddeutschen Watt ist es deutlich mehr als 1 Kilometer, aber das macht eben die Grenze aus der Fläche, die eigentlich Meeresboden ist, die aber bei niedrigstem Wasserstand, also bei tiefster Ebbe, trocken fällt. Ja, das alles ist das Watt, und die gleiche Fläche muss bei höchstem Wasserstand, also bei höchster Flut, und es ist gleich eine Sturmflut oder sowas in der Richtung, ist eine normale Flut, muss die dann wieder überflutet sein. Und damit kriegen wir einen Boden, der die Hälfte der Zeit ungefähr nass ist und die andere Hälfte der Zeit ungefähr trocken ist. Ja? Und das ist ein ganz, ganz spezieller Lebensraum. Dazu kommt noch, dass die meisten Wattgebiete dadurch geprägt sind, dass da irgendwelche großen Flüsse drin münden. Und so eine Flussmündung, wenn der Fluss eben im Meer ankommt, dann ist das ein extrem wichtiger und spezieller Ort. Denn was macht ein Fluss? Der fließt durch einen Haufen Landschaft. Und je nachdem, durch wie viel Landschaft der vorher fließt, fließt er auch durch viele verschiedene Landschaften, durch viele verschiedene Gesteinsarten, weil unterschiedliche Landschaften, unterschiedliche Geologie, und aus unterschiedlichem Gestein können unterschiedliche Mineralien gelöst werden. Und Mineralien sind jetzt nun mal Zeug, das alle Lebewesen zum Gedeihen brauchen. Und zwar eine bunte Mischung verschiedener Mineralien, die selten in üppiger Form in jedem Boden vorkommen. Die meisten Böden haben irgendwas im Überfluss, anderes ist dafür sehr selten, und da muss man dann gucken, dass man da irgendwie rankommt. Eine Möglichkeit, irgendwo rumzustehen, wo tatsächlich sämtliche Mineralien in unendlicher Vielfalt und fast beliebiger Menge, man braucht davon nämlich nicht besonders viel, egal ob man Tier oder Pflanze ist, daher sind ordentliche Mengen schon beliebig viel und wird sich fast nie aufbrauchen lassen. Ein Lebensraum, in dem das eben so ist, dass da eigentlich aus dem Vollen geschöpft werden kann, ist dann eben so ein Wattenmeer. Warum? Ja, wegen den Flussmündungen, weil der Fluss von jedem Gestein, das er unterwegs so findet, ein bisschen Mineral mitbringt und das alles dann im Delta ins Wattenmeer kippt, auf gut Deutsch. Ja? Und im Wattenmeer liegen dann diese ganzen Nährstoffe quasi rum, und da muss man nur noch kommen und kann sich da bedienen. Vor allen Dingen für Mikroorganismen ist das ein gefundenes Fressen, die dann mit den vielen verschiedenen Mineralien zum Teil sogar sehr, sehr lange auskommen, dann noch zusätzlich Photosynthese machen können, für einen Wasserorganismus, also einen Wasserlandorganismus sogar sehr, sehr effizient Photosynthese machen können, weil wasserlebende Organismen, man muss ja deswegen sagen, warum sind die überhaupt an Land gegangen? Ja, im Wasser ist doch super, da hat man immer was zu trinken, Nährstoffe werden auch dauernd reingespült, alles toll. Das Problem ist bloß, unter Wasser hast du Extinktion. Extinktion ist die Abnahme, also in diesem Zusammenhang zumindest, die Abnahme von Lichtintensität mit der Wassertiefe. So, und sobald du 1 Meter unter Wasser bist, kommt von der Sonnenstrahlung, die ja für Photosynthese notwendig ist, gar nicht mal mehr so viel unten an. Deswegen wird man auch selten Algen in 1000 Meter Tiefe irgendwo finden, weil Licht kriegen die da keins mehr. Ja? Und das ist der Grund, weshalb es eben relativ ideal ist, als Photosynthese betreibendes Lebewesen in einem Wattenmeer zu hocken, weil du hast die Hälfte der Zeit eben trocken, kannst Photosynthese machen wie Bolle,
ist aber nicht so lang, dass du dann schon wieder das Problem hättest auszutrocknen, was die Landpflanzen nämlich alle als Problem haben und da irgendeine Lösung für finden müssen, indem sie zum Beispiel tiefe Wurzeln haben, wo immer irgendwie noch Wasser verfügbar ist, ja, um da dauernd regelmäßig an Wasser ranzukommen, am besten sogar dauerhaft. Und ja, das macht für Photosynthese betreibende Kleinstorganismen, also Einzeller bis Bakterien, so in dieser Kategorie bewegen wir uns da, vielleicht auch ganz, 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 ganz simple Vielzeller, aber mehr auch nicht, macht das dieses Wattenmeer zum unglaublichen Schlaraffenland. Und die können da wachsen noch und nöcher. Und damit bilden sie die Nahrungsgrundlage für jeden, der gerne sowas frisst. Ja, und das sind viele. Da kommt zum Beispiel der sympathische Wattwurm ins Spiel. Den Wattwurm kennt jeder, das ist der, diesen lustigen Strudel-Spaghetti-Haufen produziert, der im Grunde Wattwurmkacke ist, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und diese Wattwurmkacke besteht zu 99,99% aus Sand, ne? Weil den Rest hat er gefressen, der da ursprünglich mal im Sand drin war, an weiteren Kleinstorganismen. Die frisst dann der etwas größere, dann kommt der noch etwas größere, zum Beispiel der Möwe, und frisst den Wattwurm. Und so frisst dann jeder jeden und die Möwe lässt auch gerne mal wieder was fallen, was dann kleinräumig eine enorme Menge von Nährstoffen, die zurück ins System geführt werden, darstellt. Super nachhaltig, super toll, völlig zu Recht UNESCO Weltnaturerbe, das Wattenmeer, absolut faszinierend. Ja? Ich bin ja als First Mensch da wirklich kein Fachmann für, aber ist eine ganz, ganz spannende Sache. So, wir stehen da aber immer noch keine Mangroven. Denn Problem folgendes, ja, für höhere Pflanzen, die hätten zwar auch eigentlich gern die Hälfte des Tages Wasser, die andere Hälfte des Tages trocken, tolle Bedingungen für Photosynthese und so weiter und so fort, aber für höhere Pflanzen gibt es da ein kleines Problem. Das Wasser, was da verfügbar ist, ist nämlich leider Salzwasser. Und Salzwasser ist ganz ungesund. Ja, gießt mal beliebige Pflanze mit Salzwasser. Das machst du nur einmal, beziehungsweise danach gehst du in den nächsten Pflanzenmarkt und holst dir eine neue Pflanze. Und deswegen sein lassen. Aber Salzwasser, da geht nicht. Ne? Keine terrestrische Pflanze, fast, kann mit Salzwasser langfristig überleben. Da gibt es nur so einige ganz, ganz, ganz spezielle Pflänzchen, die das hinkriegen. Die findet man in Europa vor allen Dingen in Form von Salzwiesen an verschiedenen Küsten, skandinavische Küsten, norddeutsche Küsten, französische Küsten, niederländische Küsten, sucht euch was aus. So diese atlantische Küstenlinie ungefähr ist typischerweise geprägt, wo die Gischt des salzigen Meerwassers den Boden durchgehend versalzt. Da findet man eben solche Salzwiesen, damit auch diverse Salzpflanzen. Und die haben eine große Gemeinsamkeit. Sie sind klein. Warum sind sie klein? Weil sie eine sehr kurze Lebenserwartung haben. Weil die kommen dadurch mit dem Salz klar, dass sie in sich selber, in der eigenen Körpersubstanz, das Salz quasi konzentriert einlagern. Damit sind sie so salzig von der Substanz her, dass das Salz ihnen dabei hilft, das Wasser aus dem nicht ganz so salzigen Boden zu ziehen, weil da ist ja auch wieder Salz drin, dass das Wasser im Boden hält. Eine normale Pflanze kriegt das also aus dem Boden gar nicht raus, weil da das Salz dafür sorgt, dass das Wasser sehr, sehr statisch im Boden verpackt ist. Und ja, die Pflanze müsste ja außerdem nur das Wasser rauskriegen und nicht das Salzwasser, sondern nur das Wasser und das Salz drin lassen. Und dafür bräuchte sie einen sehr effizienten Pumpenmechanismus, der enorm viel Energie kostet. Und diese Energie müsste irgendwo herkommen. Und das kann so eine Pflanze bei uns an der Küste eben einfach nicht liefern. Und drum nimmt sie eben so viel Salz auf, wie sie gerade noch verkraftet. Speichert das innen drin in einem Hohlraum sozusagen, dient quasi wie ein Kaktus, der in der Mitte halt nicht Wasser speichert, sondern Salz. Und mit diesem Salz kann dann das zusätzliche Wasser von unten in die Pflanze gesogen werden und dann hat sie eine Zeit lang Wasser, nimmt dann mit dem Wasser, was von unten aufkommt, aber noch mehr Salz auf, kann es auch nicht vermeiden, packt das auch in die Mitte und irgendwann ist halt der gesamte Pflanzenkörper quasi voller Salz und dann stirbt sie ab. Im Idealfall hatte sie vorher so 6, 7, 8 Monate
ganze Zeit, um zu blühen, zu fruktifizieren, Samen irgendwo hinzuschmeißen, sodass die nächste Generation gerettet ist, beziehungsweise gesichert ist, und dann stirbt man selbst an Salzvergiftung. So kann man in einer Salzwiese langfristig überleben. Man wird einfach nicht besonders alt und kümmert sich vor allen Dingen um den Nachwuchs, der dann auch wieder 6, 7, 8 Monate hat, bis das Salz die umbringt, aber vorher schön Samen produzieren, langfristig gesehen funktioniert. Ja? So, das sind also die Salzpflanzen, die wir aus Europa so kennen. Und jetzt sind wir immer noch nicht bei den Mangroven. Weil Mangroven sind ja jetzt nun Sträucher bis Bäume. Also irgendwo so dazwischen einzuordnen, wie auch immer, ab welcher Größe man einen Baum definieren möchte. Und die werden alt, vergleichsweise alt. Jedenfalls älter als 7 Monate. Und werden auch relativ groß. So, und warum können die jetzt groß werden, wenn unsere lächerlichen Salzpflanzen, also die sind toll, die sind großartig, ich liebe unsere Salzpflanzen, aber verglichen mit einer Mangrove wirken die dann halt doch irgendwie ein bisschen nicht so beeindruckend. Ja? Und so eine Mangrove hat eben jetzt diverse Spezialanpassungen, weshalb die als große Landpflanze in einem Watt stehen kann, was alle anderen eben nicht können. Und dafür, für diese speziellen Anpassungen, braucht sie eine Sache, nämlich konstant 12 Stunden Licht am Tag. Was kann sie dann nicht gebrauchen? Wer wird's erraten? Einen Winter. Nicht, weil der kalt ist, so kalt wird es an der Küste nämlich gar nicht, damit wird die Mangrove klarkommen. Dass wir wirklich mal so richtig kalt haben, so richtig Frost, direkt an der Küste, also so direkt, sozusagen schon quasi im Meer, also im Watt, das ist super selten. Und mit dem bisschen Frost, da würde sie dann auch auf die Dauer recht schnell klarkommen, das wäre nicht die Schwierigkeit. Das Problem ist einfach, dass der Tag im Winter zu kurz ist. Ja, und Mangroven müssen immer grün sein, müssen 365 Tage im Jahr 12 Stunden, im Idealfall oder zumindest so 11,5, sowas um den Dreh, an Licht haben, um eben durchgehend 12 Stunden lang Photosynthese machen zu können. Das ist notwendig, damit sie besonders schnell wachsen, tun sie nämlich nicht, sie wachsen ziemlich langsam, aber um eben Salzwasser auszufiltern. Denn Mangroven haben, um das mal ganz vorsichtig zu erklären, es ist schon ein biochemisch ziemlich komplizierter Prozess, eine energieintensive, aber funktionierende Methode entwickelt, um Salz aus dem Wasser rauszupumpen bzw. rauszufiltern. Je nach Mangrovenart gibt es welche, die machen das intensiver, es gibt welche, die machen das weniger intensiv, aber die krassesten haben richtige Salzausscheidewurzeln, also Spezialwurzeln nach oben, wo dann oben ein Hauch von Wasser mit einer enorm hohen Salzkonzentration ausgeschieden wird, und damit brauchen sie das Salz nicht langfristig in der eigenen Körpersubstanz, also im Holz, zu speichern, sondern sind in der Lage, das auch wieder zwischendurch loszuwerden. Und dieser Prozess, das Abgeben vom konzentrierten Salz mit ein bisschen Wasser, das braucht enorm viel Energie. Eine Mangrove, kann es also sein, dass die 80-90% ihrer durch die Photosynthese erzeugter Energie auch schon wieder gleich ausgeben darf, um eben im Salz Salzwasser zu überleben und das um aus Salzwasser normales Wasser zu machen. Kann man sich ganz gut vorstellen, wenn einem klar ist, was für einen enormen Aufwand Meerwasserentsalzung für uns Menschen auch immer noch darstellt. Also wenn man das technisch umsetzen möchte, braucht man enorme Energiemengen. Tja, und enorme Energiemengen wäre zum Beispiel das, was 10 Stunden am Tag Sonnenlicht für eben eine photosynthetisch aktive Pflanze liefern können. Ja, und dann bleiben halt noch circa 2 Stunden Sonnenlicht für alles andere übrig. Und dann ist gar nicht mal mehr so viel Zeit da, um überhaupt zu wachsen, neue Blätter zu bilden oder an die Fortpflanzung zu denken für eine, so eine Mangrove. Und da eben eine Mangrove im Grunde fast keine Chance hat, überhaupt einen Samen auf den Boden zu werfen, und der keimt dann gemütlich und wächst langsam vor sich hin und beginnt irgendwann Meerwasser zu entsalzen,
sondern das müsste dieser Keimling ja von Anfang an. Der müsste quasi keimen und anfangen, Meerwasser zu entsalzen, sonst ist er in dem Moment, wo er gekeimt ist, auch schon wieder tot. Ja? Und, oder müsste halt wieder sich zu Tode Salz einlagern, wie das unsere kleinen Salzpflanzen. Übrigens der Queller wäre mal, um eine Art, eine Beispielart zu nennen, die bei uns vorkommt, da zu erwähnen. Ja, das könnte die Mangrove also nicht leisten. Jedenfalls könnte sie niemals so groß werden, weil als ganz kleine Pflanze kann sie die Energie zur Meerwasserentsalzung noch gar nicht aufbringen und damit würde das nicht funktionieren vom Wachstum her. Also eine klassische Fortpflanzung, einen Samen auf den Boden werfen und der keimt, wie es Pflanzen normalerweise tun, funktioniert da nicht. So, was kann man dann stattdessen machen? Naja, zum einen Vegetativvermehrung. Vegetativvermehrung heißt, die Pflanze klont sich selber. Sie lässt eine lange Wurzel am Boden entlang, also am Meeresgrund, entlang wachsen und von da wächst dann ein neues Exemplar von Mangrove nach oben, wird eben mit Nährstoffen und mit Entsalzungspotenzial von der Mutterpflanze versorgt, der neue Trieb. Aber genetisch gesehen ist das ein hundertprozentiger Klon der Mutterpflanze, beides dasselbe Individuum. Wenn du jetzt diesen Trieb dazwischen irgendwann durchschneiden würdest, dann wären die da zwar theoretisch, zumindest an dieser Stelle, die werden noch andere Verwachsungen ausbilden, aber egal, an dieser Stelle wären die dann zumindest getrennt, dann hast du halt zwei separate Klone. Die können im Laufe der Zeit schon, wenn man das so sagen möchte, unterschiedliche Art und Weise der Lebensführung entwickeln, auch wenn es Klone sind, aber genetisch sind die trotzdem identisch. Klonen ist bei Pflanzen übrigens ganz normal, das kommt da also ganz häufig vor und das ist nichts, was besonders auffällig wäre. Also das ist die eine Möglichkeit, aber für Sex gibt es ja einen Grund. Die Rekombination von zweierlei Sorten Erbgut führt einfach dazu, dass positive Mutationen auftreten können, dass eine bessere Anpassung an den Standort passieren kann, dass das Erbgut nochmal neu rekombiniert wird und da können ganz, ganz tolle Dinge bei rauskommen und das ist im Prinzip ein wesentlicher Schlüssel, abgesehen von den paar Mutationen, die auch beim Klonen passieren, da geht auch hin und wieder mal was schief, beim viel geringeren Rahmen, beziehungsweise was schief oder halt mal was sehr, sehr, sehr gut. Ja, aber diese Anpassungsrate, die Evolutionsrate, wenn man so möchte, ist bei sexueller Fortpflanzung eben massiv höher und sexuell fortpflanzende Arten sind viel schneller an ihren Lebensraum angepasst und auch besser an ihren Lebensraum angepasst und haben somit schlicht und ergreifend eine größere Präsenz an der Biomasse auf dem Planeten. Zumindest sieht man die häufiger. Jeder große Organismus ist sexuell fortpflanzungsfähig. Jeder große Organismus. Ja? Also alles, was wir mit bloßem Auge in größerem Umfang sehen können, kann das in irgendeiner Art und Weise. Das muss nicht heißen, dass es dadurch zwei Geschlechter gibt. Es kann auch zwittrige Wesen geben, beispielsweise Schnecken, die sind meines Wissens alle zwittrig. Trotzdem sind die in der Lage, eine männliche und eine weibliche Komponente ihres Erbguts jeweils auszutauschen. Nur, dass halt beide jeweils beide zur Verfügung haben. Die müssen sich dann irgendwie einig werden, wer jetzt was beisteuert. Ne? So, also, sexuelle Fortpflanzung hat also diverse großartige Vorteile hinsichtlich der Anpassung an den eigenen Standort. Ist besonders bei Pflanzen interessant, weil wenn die irgendwo stehen, dann stehen die da und kommen da bekanntlich höchstens über den Generationenwechsel wieder weg. Das heißt, erst die Nachkommen sind eine kurze Zeit, nämlich in dem Moment, wo sie runterfallen, psiu, mobil, buff. Vorbei. Also die mobile Phase im Leben einer Pflanze ist im Regelfall relativ kurz. So, es sei denn, sie sind sehr lange fliegend oder werden dann vom Vogel irgendwo hin transportiert und so weiter. Ja. Wie macht jetzt also unsere Mangrove das? Vermehrt die sich nur über Wurzelbrut, über Klonen, also vegetativ? Oder hat die einen ganz fancy Trick entwickelt, der im Pflanzenreich so extrem selten ist und daher eine ganz große Besonderheit der Mangroven. Man sieht diesen Trick übrigens auch in dem Film von Steuerung F. Da stecken die nämlich so lustige Setzlinge in den Boden. Flupp, der ist jetzt gepflanzt. So, und das würde normalerweise eben nicht funktionieren, weil ein einfacher Setzling, das ja normalerweise ne, schon nicht und so weiter und so fort. Denn wichtig, Mangrove verfügt über Vivipari. Wichtiges Wort. Vivi heißt so viel wie lebe, lebend, irgendwie sowas. Ne? Ja, irgendwie so. Und das bedeutet so viel wie lebend, gebärend.
Mangrovenkeimlinge, Samen, sind eben nämlich keine Samen, sondern das sind schon komplett fertige Pflanzen, diese kleinen grünen Dingelchen, die man da in den Boden stecken kann, ne? Was wir da auch überall sehen in diesem Film, dass diese kleine grüne Dingelchen in den Boden stecken, das sind schon fertige Mangroven und Keimling ist schon zu wenig. Das sind schon wirklich komplett ausgebildete Pflanzen, die bereits so lange von der Mutterpflanze versorgt worden sind, bis sie in der Lage waren, eine ausreichende Größe und damit eine ausreichende Photosyntheseleistung und damit ausreichend viel Energie erzeugen zu können, um Salzwasser zu entsalzen. Ja? Und damit werden da quasi schon fix und fertige Pflanzen runtergeworfen, die von der Mutterpflanze runterfallen. Deshalb haben die auch diese praktische torpedoartige Form, sich dann irgendwo in den Sandboden bohren, flupp. Und dann sitzen sie da und in dem Moment können sie auch schon loslegen. Also ganz was Besonderes. Ein Samen muss sich erst über verschiedene Stadien aus dem Korn zur eigentlichen Pflanze, also aus dem Embryo, dem pflanzlichen, zur eigentlichen Pflanze entwickeln. Und das, da wäre eben das Salz tödlich. Ne? Das ist so der springende Punkt, wenn man da nicht eben im Queller ist. Ja. Also, drum funktioniert das auch ganz gut, dass man Mangroven in enormer Stückzahl und so einfach flop, 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 flop setzen kann, eben weil sie über diese Vivipari verfügen. Und das ist was Gutes und deswegen ist Mangrovenaufforsten auch relativ lukrativ. Und Mangrovenaufforsten ist enorm wichtig, denn der Mangrovengürtel stellt einen erstens mal extrem wertvollen Lebensraum da, denn in den Wurzeln, beziehungsweise dem unteren Stamm, der die Hälfte der Zeit unter Wasser liegt, der Mangroven, da gibt es jede Menge enge Winkelchen, ja, und das ist so ein richtig enges Geflecht und dazwischen können kleine Fische, junge Fische, Fischkinder sozusagen, sich hervorragend von anderen großen Fischen, die die kleinen Fische fressen möchten, verstecken. Also eine super Brutstube für verschiedene Fischarten. Er hat daher eine vom Wasserlebewesen technischen Sichtpunkt her, kenne ich mich nicht aus, ich bin Förster, ne? Hat das eine enorme Biodiversität in dieser Hinsicht. Aber fragt mir nichts. Mangroven ist gerade so noch die Grenze meines Wissens, weil die stehen ja nur halb im Wasser und damit bin ich noch halb für zuständig, für die Hälfte, die nicht im Wasser steht. Und für alles andere, was im Wasser dann passiert, bitte an Meeresbiologen oder ähnliche Leute wenden. Da bin ich dann als klassischer terrestrischer Forstmensch raus. So, jedenfalls oben noch jede Menge Brutraum für Vögel, also ein ganz spezieller Lebensraum. Und außerdem sind die auch noch für uns Menschen hochgradig interessant, jetzt nicht unbedingt als Feuerholz, theoretisch geht das wohl auch irgendwie, weiß ich nicht, müsste ich nachlesen, aber insbesondere als Küstenschutz. Denn wer schon mal an der deutschen Küste gewesen ist, oder niederländisch, oder geht sogar noch krasser, der weiß, was das für einen enormen Aufwand braucht, um eine Küste abzusichern gegen Sturmfluten und ähnliches. So, und sowas gibt es halt auch in den Tropen. Und da gibt es die sogar in krass, je nach Situation, auch als Tsunami. Und wenn da jetzt so ein Tsunami daherkommt, und dieser Tsunami muss, bevor er jetzt Gebäude wegreißt und Äcker verwüstet und Vieh wegreißt und die ganze Insel in Schutt und Asche legt sozusagen, muss dieser Tsunami im Fall von einem natürlichen Mangrovengürtel, der um die Insel drumherum ist, erstmal durch diese Mangroven durch. Und die sind dicht, dicht, dicht. Und die bremsen so eine Welle massiv aus. Da gehen natürlich auch einige Mangroven drauf. Aber das ist deren natürlicher Lebensraum und die sind es gewöhnt und die haben schon immer Tsunamis abbekommen und werden auch noch Tsunamis abbekommen, wenn es uns nicht mehr gibt, vermute ich jetzt einfach mal. Ne? Und dementsprechend ist das ein ganz wichtiger Baustein für einen ökologisch nachhaltigen, perfekten Bioküstenschutz quasi. Und sowas anzulegen, das kann sich Madagaskar leisten. Riesige Wälle, Dämme und alles in Kategorie Niederlande, was die an Küstenschutz betreiben, das kann Madagaskar nicht bezahlen. Und drum sind eben, andererseits hält das auch natürlich nicht gegen steigende Meeresspiegel. Da hilft ein Mangrovengürtel dann leider wenig. Ja? Gut, okay, muss man so, ja, so ehrlich muss man sein. Nichtsdestotrotz, das ist schon eine ganz, ganz wichtige Komponente und drum ist es auch wahnsinnig gut
Und ich finde immer noch keinen Haken bei Ecosia demzufolge, wenn die Mangroven pflanzen lassen. Ne? Richtig dufte Sache. Das ist jetzt vielleicht nicht der beste Baum, wenn es darum geht, CO2 zu speichern, um eben hier irgendwie was gegen Klimaerwärmung zu tun. Aber eine sinnvolle Baumpflanzaktion ist es absolut. Absolut. So, jetzt muss ich auf meinen Zettel gucken. Ich mache mal einen Schnitt, weil das war der Exkurs Mangrove. War ein bisschen langer Exkurs, egal.